So, Nachtrag Nummer 2. Und zwar habe ich hier meine Fernsteuerung, die Turnagy 9XR mit OpenLRS. Und zwar habe ich hier sieht man das OpenLRS, das ist ein M3 mit bis zu einem Watt. Habe ich hier hinten reingeschoben mit dem Footerbar-Adapter, die Antenne dann nach oben rausgeführt, hier festgemacht. Festgeklebt mit Sekundenkleber, die Antenne drauf und ja, so ist der Empfang schon wesentlich besser. So kann man wirklich fliegen, ja? Und auch weit fliegen. Ja, meine Einstellungen, die zeige ich euch auch mal kurz. Und zwar, Moment. Sehen die so aus, ja? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Expo und der Mixer sieht bei mir so aus. So, hier haben wir Viertel. Hier habe ich Querruder-Differenzierung. Hier habe ich noch Flaps mit eingemischt, beziehungsweise Elevator. Ja, hier P3, da sind die Flaps. Und hier ist der Elevator, der mitgemischt ist. Hier ist Ruder. So, 6 und 7 sind Flaps und der achte Kanal ist Pan and Tilt, beziehungsweise Up und Down vom Pan and Tilt. Ja. Ja, so fliege ich dann. Zeige ich nochmal kurz alle. So sieht das hier aus. Ja, das war's fürs Erste. Mehr gibt's dann, sobald ich die Fernsteuerung ausprobiert habe, beziehungsweise da gibt's dann Flugvideo, sobald ich am Wochenende fliegen war. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.